Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich bin voll aus der Puste. Ich habe heute ein bisschen so Kreislauf, also ich weiß nicht, es sind keine Kreislaufprobleme, aber ich habe so das Gefühl, als würde mir jemand im Nacken sitzen, so ein Druckgefühl. Und das nimmt mir auch so ein bisschen die Luft weg, wahrscheinlich durch die Schwangerschaft. Das habe ich nämlich eigentlich immer bei allen Schwangerschaften gehabt. Und ja, ich mache mich jetzt gerade ein bisschen fertig, soweit es geht. Also ich schminke mich ja nicht so gerne in letzter Zeit, wisst ihr, habe ich schon mal gesagt. Weil, ja, wenn mir dann am Abend immer so schlecht ist, dann bin ich immer so faul. Und ich überlege gerade, ob ich diesen Dutt nochmal neu machen soll. Oder ob ich ihn lassen soll. Weil, ich muss kurz los. Ich muss nämlich zum Labor. Toxoplasmose ist halt wieder dran. Das ist ja das, wo man halt kontrolliert, ob Toxoplasmose positiv oder negativ ist. Das bekommt man ja durch Tiere oder wenn man hohe Produkte isst, wie... Hallo Baba. Mami ist nicht fertig. Auf jeden Fall Toxoplasmose und TSH habe ich auch. Das ist für meine Schilddrüse. Durch das, dass ich halt eine... Durch das, dass ich halt Hashimoto habe, muss das immer kontrolliert werden. Und letztens war der Wert eigentlich fast okay, ein bisschen, aber er hat gesagt, das ist ganz normal, dass es ein bisschen anders ist. Ja, auf jeden Fall, das muss ich machen. Heute Labor. Und der Papa fährt mich hin, weil es mir halt vom... Also, weil ich mich nicht traue, alleine zu fahren, weil es mir halt nicht so gut geht. Also, mir geht es schon gut, aber... Keine Ahnung, ich habe halt immer so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt ein bisschen Kreislauf-Beschwerden habe, dann traue ich mich halt nicht alleine Auto fahren und sowas. Die Kinder wollen nicht mitgehen, deswegen hat der Patrick heute Babysitting-Dienst. Muss auf die Kleinen aufpassen, aber das macht er eh gerne. Die Michelle auch natürlich und die spielen gerade schön unten bei der Michelle. Also die Mädels spielen was zusammen und der Patrick räumt gerade sein Zimmer auf. Und ja. Das kriege ich heute, glaube ich, nicht besser hin. Ich glaube, ich hätte so wie beim ersten Mal lassen, oder hat eigentlich am besten ausgeschaut. I don't know. Das schaut nicht gut aus. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so der Knödeltyp, aber heute ist Bettherde. Egal. Ja, noch ein bisschen Parfum drauf. Ich habe mir gestern ein neues Parfum gekauft. Nivea Sun. Das ist ja dieses, da gibt es ja auch ein ganz weißes davon, das riecht wie die Nivea Creme. Und das Nivea Sun, das riecht wie diese Nivea Sun Produkte. Da habe ich auch ein Duschgel. Das kaufe ich mir jeden Sommer. Das erinnert mich voll an Urlaub, weil das kaufe ich immer im Urlaub. Also immer im Urlaub dann zum Duschen. Und jetzt habe ich mir das da gekauft. Es ist sehr intensiv, also ich rieche es gerade ein bisschen intensiv. Ich muss immer nur so ganz wenig. Ich mache lieber unter dem T-Shirt, damit ich es nicht so... zu intensiv rieche. So, fertig. Und let's go. So, meine Lieben, wir sind jetzt schon beim Labor, beziehungsweise wir sind jetzt noch in der Tiefgarage. Jetzt. Yes. Hier ist der Papa. Ich muss Pipi machen, Max. Ja, Masken dabei, das ist nämlich ganz wichtig hier in so Ärztezentren. Und. Nein, bitte nicht, das reißt sie dann. Auf jeden Fall, ich kriege diese Frage so oft immer. Warum tragt ihr keine Maske? Warum tragt ihr beim Einkaufen? Bei uns in Österreich ist keine Maskenpflicht mehr. Aber wahrscheinlich wird sie wieder eingeführt, vermutet man. Oder? Was glaubst du? Ich mag das schon präventiv. Naja, hier, wir müssen, also beim Arzt und so muss man sowieso. Das ist noch Pflicht. Arzt, Apotheke und Küssen, wie ist das? Passt nicht. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal Blut abnehmen. Oder bist du ich? Ich auch. Du auch? Und dann melden wir uns. Da muss jemand aufs Klo. So, jetzt noch kurz zu Merkur. Wir müssen unser Leergut zurückbringen und Wasser kaufen. Gut. Was ist? Zicke. Was ist deine Zicke? Papa. Alkoholfreie Getränke. Papa, ist deine Zicke? Nein, das ist du nervst. Du nervst brutal. Ich mache die freien Nerven alle. Der Papa. Die Leute nerven Männer von Schwangeren auch. Nein, ich glaube, das meine kann Haare nicht schon halt so scheiße.
Vielleicht gehen wir kurz zum Friseur, Papa. Hast du Bock? Ja, du nimmst wieder jetzt. Wisst ihr was? Nur weil ich gesagt habe, wir müssen den Garten ein bisschen auf Vordermann bringen, weil es so ungemütlich ausschaut. Und der Papa nimmt es gleich persönlich. Auf Vordermann, du hast alles da unten gesammelt unter dem Zelt, kann man da mal gemütlich sitzen. Aber ich habe alles in den scheiß Garten verteilt gelassen. Und jetzt müssen wir unser Geld noch ausgeben für Haarschnitt. Diese Männer. Ich mache mir so eine Frisur wie deine. Ja, das ist dann kostengünstig. Mein Handy ist am Boden gefallen. Upsi. Gab's mir dann einfach ein neues Handy? Ich dachte, sicher. Zwei, oder? Gib mein Money. Wir haben jetzt unser Wasser getauscht und haben auch noch ein bisschen was für den Patrick eingekauft. Zwei vegane Sachen. Und das ist nicht vegan, aber. Sollen wir auch was für Pizza nehmen? Weiß ich nicht, der schmilzt irgendwie nicht so gescheit, der Käse. Der schmilzt ja gar nicht. Ja. Das vergisst. Wir gucken für den Patrick noch so Sachen zum Snacken, zum Frühstücken. Bitte gib dir das, schaut aus wie ein richtiges Steak. Schau dir das an, schaut aus wie ein richtiges Steak. Und die Käse auch. Ja, der Käse auch. Da gibt es auch Fischstäbchen, schau mal. Fragst du jetzt, ob er Käse will? Ja. Thunfischfreier Salat. Thunfischfreier Thunfischsalat, schätze ich. Und was ich echt arg finde, es gibt sogar Kaviar. Veganen Kaviar aus Seealgen. Krass, oder? Quinoa-Talon. Schön, ganz gut. Datum. 29.07. Wir sind jetzt rechtzeitig zu Hause angekommen. Ich weiß nicht mehr beim Friseur. Jetzt einfach überhaupt keinen Bock mehr. Vielleicht gehe ich dann morgen oder so alleine. Und jetzt zeige ich euch mal das Wetter draußen. Also. Okay, ich habe ein paar Fingerabdrücke von den Kindern. Was magst du auch sehen? Das machst du rauf. Und Lisa? Regnet? Ja. Ja? Wasser kommt. Wo kommt das Wasser her? Von oben. Schau mal, die grauen Wolken. Siehst du die Wolken da oben, die grauen? Da oben, da oben. Siehst du? Die machen Regenwasser. Ja, Wasser. Können wir was kochen? Können wir was kochen? Ja. Ja? Deswegen habe ich immer viele Abdrücke auf meinen Fenstern, gell? Schau, Mama. Ja. Na komm, gehen wir wieder runter. Erster Flammkuchen ist der von Patrick. Also, was willst du drauf haben? War der veganen Frischkäse? Keine Ahnung. Entscheide dich einfach. Triff doch einfach eine Entscheidung. Jenny. Jetzt kommt meins dran. Ich habe mir gedacht, ich mache ein bisschen Lachs drauf und ein bisschen Zucchini. Yeah, nimm deinen Schnabel. Der Baba hat gesagt, er macht sich ein Küken aus seinen Flammkuchen, oder? Ja. Die sind so riesig mittlerweile schon geworden. Aber jetzt kannst du sie wieder rausbringen, jetzt regnet es ja nicht mehr, oder? Boah. Ja. Schau, ich muss verlegen. Lisa will auch irgendwas mit Nasi, keine Ahnung. Nasi mit denen. Ja. So, meins ist jetzt im Ofen. Der Patrick. Gucola wolltest du drauf haben, oder? Oder nimmer? Ja. Weiß nicht, wie soll ich denn essen? Die Pizza kann ich nicht. Der Patrick ist mit seinem schon fertig mit dem Essen. Und wir haben jetzt noch hier das von Papa gemacht. Also, Papa hat es gemacht. Das ist seins. Und das ist das von den Mädels. Die wollen nicht so viel drauf haben, nur halt ein bisschen Schinken. Magst du noch eine Olive? Ja. Ja, der Patrick holt noch ein paar Oliven. Schau. Die ist so ein richtiger Oliven-Fan. So schaut jetzt mein Flammkuchen aus. Lachs. Natürlich, der ist jetzt nicht mehr nur geräuchert, sondern auch ein bisschen angebraten. Und mit Zucchini. Und da ein bisschen Pfeffer drüber gegeben. Und der Einzige, der noch wartet, ist der Papa. Hat der Beef den Platz weggenommen? Na komm, Beef. Geh weg. Geh weg von dort. Beef, geh weg.
Immer wenn wir essen, haben wir hier unsere, wie soll ich sagen, Begleitung. Der Papa hat drüben die Sophie schon. Aber sie hat einen fetten Bauch bekommen. Ja, und die, ist ja nicht so, dass sie bei uns nichts bekommen, deswegen wissen sie ganz genau, gell? Da gibt es immer was zu naschen bei Mama und Papa. Vor allem der Pief hat sich gefreut, diesmal mit Lachs. Das war sehr lecker. Mami hat vegan bekommen. Die Sophie ist Veganer, oder? Ja. Ja, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und der Regen ist wieder weg, jetzt ist wieder schön. Ich will die nicht küssen. Wir haben ein bisschen den Garten. So, meine Lieben, wir haben uns jetzt in den Garten gechillt. Der Papa ist hier. Hey, Emmy, geh runter. Geh Pfoten runter. Der Papa beantwortet gerade irgendwelche Story. Pfoten runter. Irgendwer hat eine Nachricht geschrieben, oder? Wegen dem Rezept, das haben wir jetzt nämlich gerade gepostet. Den Flammkuchen aus Story und kriegt Papa schon Anfragen. Yep. Und der Papa gibt sich immer sehr viel Mühe, den Leuten sehr lieb zu antworten. Also folgt dem Dr. Underline Rotbart. Die Mädels spielen im Pool. Was macht ihr da im Pool? Mit dem Playmobil. Ah, so. Und dann auch mit dem Tauchen. Ah, alles klar. Die haben bis jetzt noch hier, sind die gesessen und haben Chips genascht. Die Hunde haben auch ein bisschen hier was abbekommen. Und es ist richtig angenehm jetzt gerade so nach dem Regen. Ist auch die Temperatur richtig krass runter. Das ist für mich super angenehm. Also die Leute, die mich eigentlich persönlich kennen, die wissen, dass ich so ein richtiger Sonnenanbeter bin. Und ich liebe es, in der Sonne zu sein. Mir ist es nie zu heiß. Und in der Schwangerschaft packe ich das nicht. Bin dann so froh, wenn es dann ein bisschen abkühlt. Ich freue mich jetzt schon auf den Herbst. Ich finde es jetzt auch gut, dass wir auch gar nichts machen, Urlaubs, also mit Meer und so, weil das würde ich, glaube ich, nicht aushalten. Ich würde, glaube ich, könnte nicht in der Sonne so liegen wie sonst, wie wir das gewohnt sind. Weißt du? Aber ich kann für dich liegen. Dann fahr du allein in den Urlaub. Na, das ist Spaß. Ich kann ja auch nicht mal am Mond fahren. Außerdem ist jetzt, habe ich gesehen, Kroatien, also wenn man auch aus Kroatien oder so kommt, dann muss man einen Corona-Test machen oder in Quarantäne. Oh. Das ist eine magische Kugel. Die magische Kugel. Und ja. Spürst du diese Kribbel im Bauch? Ja. Ist von meiner Hand. Hallo meine Lieben, auch von mir. Ich bin wie gewohnt immer in der Küche. Ich komme vom Fleck nicht weg. Es ist aktuell 21:20 Uhr. Und ich bereite jetzt aktuell noch das Abendessen vor. Ich habe aber Verstärkung. Ich habe die kleine Lara da und die kleine Lisa. Und der Patrick auch. Wir machen heute Frikadellen. Frikadellen heißen die? Buletten. Wie heißen die? Frikadellen. Wir haben heute auf die Speisekarte Frikadellen. What? Nein, die heißt Frikadellen, ne? Wir haben heute auf die Speisekarte verdammte Frikadellen. Wir haben heute auf die Speisekarte Fleischbällchen mit Pommes, also selbstgemachte Pommes und natürlich Fleischleibchen. Fleischbällchen. Und natürlich die Fleischbällchen auch selbstgemacht. Wie gesagt, habe mit Unterstützung. Ich habe Blumen für dich. Welche Blumen? Nein, noch keine Blumen. Lösa, ich habe Blumen für dich. Das brauchen wir fürs Essen. Ich will es nur aufmachen. Du hast die Blume schon kaputt gemacht, schau. Die Lara zerdrückt gerade den Knoblauch. Papa. So wird aber nichts, Lara. Muss aber fester. So. Nicht schneller, sondern fester. So. Ja, ungefähr. Entschuldigung. Die Tasse brauchen wir noch. Haus. Was? Haus. Du machst das so machen? Das nennt man Teamarbeit.
So, meine Lieben, Abendessen ist fertig. Schaut wie beim Fastfood aus, aber definitiv leckerer als bei Fastfood, weil von mir gemacht ist. Wir haben schon gegessen, wir sind alle fett. So, meine Lieben, wir haben alle schon gegessen. Wir werden jetzt uns vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!